Hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen hier im Chaos der Factorio Erz Manufaktur. Scheiße. Mega Fail und so, gell? Ja, warte mal, wie kriegen wir jetzt das Warenhaus weg und. wir müssten nur kurz ein neues setzen. Warte mal, ich renn mal kurz rum, dass die Robis. Ey, du musst erst einen Bahnhof setzen, sonst weißt du nicht genau, wo das hinplatziert werden muss. Ey. Ja, ey, schon mal gar nicht. Gerade richtig, aber es ist eine 50-50 Chance. Was? Also setz mal einen Bahnhof hin. Ja, ich suche ihn ja. Weißt du, wie mein Inventar aussieht? Digga. Alter. Original, ne? Original. Mann. Ich wusste es. Genau, einer zu tief. Ja, ist eine 50-50 Chance, wenn du einfach hinsetzt. Ja, ich dachte, ich hätte nach oben genug Platz, dass ich den Bahnhof an das jetzt anpassen kann. Das geht nicht. Klar geht das. Da eben auch. Also alle zwei Felder nur setzen. Oh, was? Ach, Mann. Warte mal, das war ein Haus hier, sitzt falsch, oder wie? Das muss alles hoch. Ja, das ist, wenn man keinen Pocket Armor ist. Nee, Armor Pocket benutzen will. Wo kann ich denn jetzt Kupfer reinladen? Helga, zack. In das volle da. In welches volle da? Da. Ich hab hier gerade Jojos. Ich will ja jetzt nicht dort. War jetzt einfach in der Tasche. So, wo ist meine Blaupause? Die habe ich gerade weggelegt. Das ist die hier. Du hast dein komplettes Inventar leer gemacht, okay. Klar. Kommt das dann nicht alles nach oben zu dir geflogen, wenn du das anforderst? Klar. Kannst du mal den großen Strommast da unten wegreißen, bitte? Benny? Welchen? Der links von dir da. Der große. Den großen Strommasten. Unten. Links. Hat den hier auch noch? Ja, der da drüber. Ja. Ach nee, der ist gar nicht. Hä? Ich hab ihn doch schon weggemacht. Passt es jetzt? Ach. So, jetzt musste hier nur noch so ein. Ich hab kein Warenhaus. So, jetzt. Ja. So. Alete. Jetzt müssen wir das aber so hässlich anfrickeln. Das ist nicht schön. Wieso denn? Ja, das war vorher schöner. So mittig und gleich und mittig. Warte, lass mal einen Benny kurz machen. Kupferherd ab. Lass das mal den Benny machen. Der Benny macht das gut. Ja. Yeah. So, sieht es jetzt so hässlich aus, ja. Nee, aber vorher war das mittig dazwischen. Das war ganz cool. Und da ist noch ein Fließband. Jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Kupfererz ab. Noch ein Kupfererz ab, oder? Wir haben kein Kupfererz ab bisher, oder? Achso, okay, gut, dann. Wir haben ja Kupfererz bisher direkt verbraten. Wir müssen auch noch eine Kupfererz an irgendwo hinzimmern. Geh mal weg. Tu mal die Lokomotive weg. Geh mal Bier holen. Kupfer. Bin weg, ciao. Hey, warte mal, falsch rum, oder? Ich blick das bei den Lokomotiven nicht. Wieso setzt er die immer falsch rum? Immer. Immer, ja. Das ist generell. So, wer hat Raketentreibstoff? Wesley, lad mal Raketentreibstoff rein, bitte. Ja. Ja, du hast doch bestimmt auf Tasche, oder?
Ja, du warst doch gerade hier, oder? Ja, bist du schon wieder nein. weggefahren? Oh. Ja, nein. Ich komme gefliegt. Ja, jetzt habe ich schon hier. Ich eile gespannt. Jetzt mache ich Kohle rein. Hast du es gesehen? Ja. Alter. Was? Was habe ich verpasst? Ich will auch. Alter, ich will auch lachen. Richtig gut ausgemacht. Gibt's dann irgendwo Kupfererz an? Noch nicht, sag ich ja. Das bin ich gerade bei. So. Wo willst du das denn machen? Kupfererz an. Ja, die Frage ist, wie? Also Zeit vergangen willst du ja nicht haben. Hin müsste es eigentlich hier, wo das Kupfer ja ist. Also hier müssten wir es irgendwo hin switchern. Ist nur die Frage, wie wir hier am schlausten hinkommen. Also hier ja, weil irgendwann sind diese Erzfelder weg. Und da kann man hier eigentlich ein vernünftiges umbauen. Ja, nur wie kommst du hier hin, ist die Frage. Von hier aus möchte ich eigentlich ungerne. Aber von oben kommen ist auch doof, weil du deine Schmelze ja noch erweitern möchtest. Gehe ich mal von aus. Wir könnten eigentlich vom Kreisel. Pass auf, wir gehen einfach vom Kreisel geradeaus weiter und dann runter. Bam. Ja. Mach das. Ja, welcher Kreisel? Wo denn? Hilfe. Ah, da oben. Also, du willst dann hier die Schmelze hinsetzen? Nee, runter zur Schmelze wollen wir jetzt. Noch einen noch, wa? Oder kann ich schon runter? Kannst schon runter. Hier habe ich keine Schienen mehr. Tatsache. Ich habe noch ein paar. Ja, ich habe schon ganze 12 Stahlträger. Was ist denn los mit dem Stahl? Geht ab. Du meinst, geht weg? Können wir noch so sagen. Komm, ein bisschen gehen wir noch. Dann können wir hier einfach unten nochmal eine Schleife dran setzen. Und später können wir hier vielleicht einfach erweitern. Warte mal, du willst dann irgendwann das Erzfeld hier wegmachen und die Schmelze hier erweitern. Nee, da denn den Bahnhof vernünftig schön hinpacken. Die Schmelze würde ich nach oben rechts erweitern. Also nach oben / rechts. Ja, und wo willst du jetzt den Bahnhof hinmachen? Da sind wir jetzt doch viel zu tief, oder nicht? Den Bahnhof können wir theoretisch hier jetzt direkt ans Gleis zimmern. Nee. Warum nicht? Ist eine Sackgasse. Kann er hier umdrehen? Du machst hier nur im Kreisverkehr. Damit er umdrehen kann und wieder hochfahren kann. Ich würde. Nee, ich würde den dann hier unten noch mit verbinden. Dann kann er da nämlich abkürzen, falls. Achso, nee, muss er gar nicht. Aber hier unten. Raketentreibstoff müssen wir auch noch hochbringen. Ja, wir brauchen generell noch ein Raketentreibstofftuch. Das kannst du hier anfordern. Vom Logistiknetzwerk. Also wie gesagt, ich würde hier zwischenzeitlich würde ich den hier einfach erstmal nebensetzen, dann kann er umdrehen und wenn das Erzfeld weg ist, dann machen wir hier einen vernünftigen Bahnhof hin. War jetzt so mein Gedanke. Hashtag provisorisch. Was habt ihr hier für Probleme? Alles klar. Einwände? Ja, was? Keine? Wo? Einwände? Ich bin gerade hochkonzentriert. Sehr gut. Ich höre gerade nicht zu. Weitermachen. Keine Ahnung, wie du das haben willst. Alter, ich habe 100 Stahl. Also der Bahnhof soll direkt hier an dieser Gleise sein. Jo. Quasi. Boah, ich hasse es. Da.
auf der anderen Seite? Ja, da geht's runter. Ja, wieso nicht auf der Seite hier? Ja, dann geht's halt hoch. Ja, dann, dreht er erst und fährt. Dann dreht er halt erst und fährt dann hoch. Kann er auch machen. Ja, Wumper. Da so? Ja. Jo, passt. Ich sagen. Eigentlich hättest du hier auch einen schönen Kreis ziehen können. Und fertig. Aber nein, du musst ja unbedingt einen Kreisverkehr machen und ich muss alle 4 Abzweigungen von 3 von 4 wegmachen. Oder du hättest gelassen und wir hätten es irgendwann nach unten anschließen können. Nein. Gott. Soll ich da meine Schmelze vergrößern oder was? Was? Soll ich die Kupferschmelze dann vergrößern? Kannst du, musst du nicht, weiß ich nicht. Brauchen wir? Zurzeit ist Eisenproblem, Erzproblem, oder nicht? Ich würde das jetzt so machen, dass wir von hier unten zu von diesen Eisenfeldern irgendwie nur 2, 3, also 4 Eingänge hier belegen. Von der Schmelze und die restlichen 12, ich baue da noch ein bisschen an, weil die restlichen 8 kommen von hier. Was? Ach, Einladung? Ich dachte, hier kommt eine Ausladung. Ja, müssen wir noch drehen. Ich hab nur die. Hab nur die als Kaufhause. Ist doch schon gedreht. Hab mich schon gekümmert. Ja, die Knickis muss auch noch. So rum. Also die Knickis auch noch, ja gut. Ich hab die Bänder gemacht. Kann dann die auch? Ach, geil. Wenn du die Knickis da drüber setzt, dann übernimmt er sogar die Einstellung. So, jetzt. Und da gehen nur 6 Bänder jetzt, oder? Einmal in die Schmelze runter in Kann jetzt Hupfern. Oder? Kupfer ab und Kupfer Erz an. Bis ist ja schon Teil eingestellt, der Zug. Ja, jo. Und jetzt ist er unterwegs. Achtung, weg von den Gleisen. Warum ist es hier nicht erreichbar? Wenn ich eine Bahnhofsansage da mache. Es fehlen noch ein paar Schienen. Hauptsache 3 steigen von mir aus und die ganzen anderen 500 kommen von dir. Alter! Hab ich mich gerade erschrocken. Der Zug? Übertrieben nach rangezoomt, weil ich gerade eine Blaupause da rauslöschen wollte. Junge, 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 Junge. Kuckuck. So. Ja, und dann müssen wir hier noch eine Beladung hinmachen. Oder wollen wir hier einfach anfordern? Wollen wir hier Logistik hin? Den Bahnhof und Kupferbahnhof oben logistisch mit Raketentreibstoff beliefern. Kannst du mit Logistik? So viel brauchst du ja nicht. Da fliegt alle paar Minuten mal ein Robi hin. Wir brauchen eh noch einen Zug für unten, ne? Fürs Eisen. Oder die Eisenerz fahren weiter auf Kohle. Haben übrigens keine Kohle mehr. Hier kannst du Logistik anfordern. Mit Treibstoff. Warum kommt denn der Kohlezug da nicht? Was ist mit dem Kohlezug los? Dun 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 dun.
Knechtet, ich würde ja das jetzt so machen. Die gehen ja schon 8 Fließbänder rein, ne? Von den Ärzten unten. Hm. 4 Stück reiße ich jetzt davon ab. Und dann nehmen wir von diesem Warenhaus hier 8 Stück und leiten die da dran. Ne? Weil wir haben jetzt 12 Eingänge. Weißt du, dann nehmen wir 4 von diesem Erzfeld, was hier noch ist, und 8 neue. Jo. Dann haben wir auch dieses Erzfeld irgendwann mal weg und dann können wir die alle abnutzen. Ja. Gut. Das klingt doch akzeptabel. Sehr schön. So, dann. Alter. Von wo kommen die denn jetzt? Dann mir das. Meine ganzen Rubis, was soll das? Gib mir das. Benny, ey! Wenn du die schon kriegst, dann kannst du ja auch gleich alle hinsetzen. Benny, ey! Schäm dich was. Na, ich krieg nur das Erz raus. So. Benny? Also hier mitten durch. Hallo? 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 Benny? Benny Solo? Ist das Absicht, dass du noch gemutet bist? Ah, okay. Ich laber und laber und laber und laber und laber. Horst. Alle ignorieren dich. Wie unhöflich. Ja, Entschuldigung. So. Ja, Benny, weiter Eisen? Zack. Was, weiter Eisen? Wollen wir weitermachen mit Eisen? Erz. Ich helfe gerade ein Wessle. Achso. Gut, dann kann ich ja schon mal weitermachen. Ja, ihr könnt mich nicht immer alleine lassen. Ja, gell. Die ganze Zeit arbeitet ihr nur hier zu zweit. Und was ich mache, sieht man dann gar nicht. Ja, doch. Auf der Karte. Du machst ja immer Großprojekte. Also halt, das war ja falsch. Hört. Habe zu verkünden. Du läufst so schnell, dass du Löcher in deinen. Ja. So. Läuft. Hast du eingestellt, dass die beidseitig ausladen auf das Band? Ja, aber das ist egal. Er macht das auch so. Ja, das Band hier ist eh nicht wirklich voll. Ja, warte, es war noch nicht ganz angeschlossen. Lass mal ein bisschen laufen. Mal schauen. Was sagt die Produktion? Fast 10.000. Einfach mal laufen lassen, gucken. Sieht ja schon mal ganz gut aus. Fast voll. Oh, dies, das, jenes. Theoretisch können wir die noch ein bisschen nach hinten vergrößern. Hey, wo fliegen die Robis denn jetzt hin? Hier oben zu mir vielleicht? Oh. Hä? Ist das... Ach so, deswegen fliegen die nach oben. Ich hab gesagt, das sind doch gar keine Roboterhanger. Und jetzt drehen sie um, weil hinter denen das darf ausgehen. Ey, wie lange ist die Folge? Ja, wir sind jetzt bei 19,5 Minuten. Ich hab's im Auge. Okay, dann können wir ja schon mal beenden. Oh, es leckt. Ja, genau. Können wir schon mal anfangen. Ja, wenn Benny eh schon wieder Probleme hat. Ich hab keine Probleme, ihr habt die Probleme. Ich hab die Probleme. Sammel ich, was ich hab? Ja, warum steht hier eigentlich der... Weil er es kann! Was? Okay. Meinst du, warum ist die Folge noch nicht beendet? Ja, genau. Also ich mache jetzt dann hier, kriegen die schon Raketentreibstoff oder soll ich mich drum kümmern, dass sie hier... Wenn du es anforderst, kommt eigentlich... an. Wenn du es anforderst... Also ne, die kriegen das ja wahrscheinlich hier unten schon bei der Ausladung dann.
Aber da könnten wir jetzt auch mittlerweile so einen Expresszug draus machen. Ich gucke gerade. Ne, warte mal. Auf der Karte siehst du ja den Radius von. Also hier den Logistikradius. Von den Spielern, ne? Ich bin Knicht, das ist voll klein und Benny voll groß. Alter, was fliegen hier für Robis, ey? Die ganzen Schienen. Benny, wie viel Hangare hast du eigentlich? Warte mal kurz. Oh, wieso baut er die immer falsch rum? Also um ich dich zu ärgern. Das ist der Mod. Der kann nicht nur erleichternd sein. Der Zug, der gibt schon pervers Gas. So, Benny, wie sieht's aus? Ja, Folge beenden, genau so sieht's aus. Sehr gut. Dann, Freunde, es war mir ein Fest. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.